CDU, Rentenreform. Deutsche sollen aus Generationengerechtigkeit länger arbeiten. CDU fordert Kopplung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung. Die CDU hat einen Entwurf vorgelegt, in dem das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung gekoppelt werden soll. Aktuell steigt das Eintrittsalter bis 2030 auf 67 Jahre. Vergleichen wir das mal mit Griechenland oder mit anderen Staaten, Frankreich zum Beispiel. Sollte die Lebenserwartung weiter wie erwartet steigen, will die CDU ab 2030 eine weitere Anhebung des Eintrittsalters aus Gründen der Generationengerechtigkeit durchsetzen. Für jedes gewonnene Lebensjahr sollen dann 4 Monate länger gearbeitet werden. Betriebsrente und private Vorsorge sollen ebenfalls gestärkt werden. Um den steigenden Anforderungen an die Altersvorsorge gerecht zu werden, sollen Betriebsrente und private Vorsorge gestärkt werden. Im Entwurf heißt es, dass immer mehr Menschen nicht mehr bis zur Regelaltersgrenze arbeiten können, vor allem aufgrund von Krankheit. Deshalb soll die Betriebsrente für alle Geringverdiener verpflichtend werden und zu gleichen Teilen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer finanziert werden. Zudem sollen Arbeitgeber mit geringem Stundenlohn Zuschüsse erhalten. Die Riester-Rente soll ersetzt werden. Auch die private Vorsorge soll reformiert werden. Die Riester-Rente soll durch ein staatlich gefördertes Standardprodukt ersetzt werden, das verpflichtend für alle Arbeitnehmer sein soll, außer sie widersprechen. Diese neue Altersvorsorge soll niedrigen Verwaltungskosten und keine Abschlusskosten aufweisen. Zudem sollen Eltern für jedes neugeborene Startkapital vom Staat erhalten, um das Standardvorsorgeprodukt für ihr Kind abschließen zu können. Ja. Dankeschön, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, einen Kommentar. Wie sehen Sie das? Die Rente ist sicher. Können Sie sich noch daran erinnern? Ihre Meinung würde mich sehr interessieren. Und über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Dankeschön, dass Sie reingeschaltet haben. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.